Ganz herzlich zu unserer Informationsveranstaltung der Talentförderung Musik Kanton Luzern, kurz genannt TMLU. Mein Name ist Eva Krastan und ich bin die Präsidentin des Vereins TMLU. Vielleicht ein paar kurze Regeln zum Einhalten für unsere Infoveranstaltung, dass es auch gut abläuft per Zoom. Bitte schalten Sie Ihre Mikrofone auf Stumm. Das ist noch wichtig, dass wir dann nicht so ein Geräuschpegel im Hintergrund haben. Und wenn Sie Fragen haben während der Präsentation, dann können Sie die einfach in den Chat schreiben. Simon wird sie sammeln und wir werden sie dann im Anschluss an der Fragerunde beantworten. Vielleicht, wenn Sie möchten, können Sie auch oben rechts bei Ansicht die Sprecheransicht einschalten. Dann sehen Sie einfach immer die Person, die spricht im großen Format und sehen nicht alle Bilder. Aber das ist natürlich Ihnen überlassen, wie Sie das machen möchten. Ich möchte ganz herzlich auch meine Kollegin und meine Kollegen vom Vorstand der Talentförderung begrüßen. Das ist zuerst Andrea Kumpe. Sie ist die Delegierte der Hochschule Luzern Musik. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier Pirmin Hodel. Er ist der Delegierte der Dienststelle Volksschulbildung und der Musikschulbeauftragte des Kantons Luzerns. Guten Abend miteinander. Dann haben wir Enrico Calzaferri. Er ist der Delegierte aus dem Verband der Musikschulen des Kantons Luzern. Guten Abend miteinander. Und noch David Sonder als Delegierten des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes mit der Sektion Zentralschweiz. Guten Abend miteinander. Und ich selbst, ich bin die Delegierte der Musikschule Luzern als größte Musikschule des Kantons Luzerns und auch Delegierte des Stiftungsrates der Stiftung Rosa Steffen Mörgeli, die uns schon von Beginn weg mit einem namhaften oder mit vielen namhaften Beträgen finanziell unterstützt hat. Ganz kurz zum Ablauf der nächsten 45 Minuten. Zuerst werde ich die TMLU einfach vorstellen als Gesamtüberblick. Danach dürfen wir einen kurzen Zusammenschnitt als Video genießen aus einem Projekt, einem Kammermusikprojekt, das momentan gerade läuft und mit Schülerinnen und Schülern von unserer Talentförderung gemacht ist. Nachher wird Andrea Kumpe das Zusatzprogramm vorstellen und schließlich wird Pirmin Hodel ein Interview machen mit zwei Teilnehmenden aus der Talentförderung, damit sie auch ein bisschen einen Einblick haben, direkt von den Teilnehmern, wie sie diese Förderung empfinden und was sie denken. Danach haben wir noch Zeit für eine Fragerunde, die wird dann Simon Estermann leiten. Übrigens kann ich auch noch Simon Estermann vorstellen, den haben Sie ja vorher schon gehört, unseren Geschäftsführer. Guten Abend miteinander. Genau, und dann ist dann die Veranstaltung Schluss. So ungefähr 45 bis 60 Minuten haben wir getimt. Die Talentförderung Musik, TMLU, ist als Verein organisiert. Und zwar, wie Sie vorher gehört haben, sind eigentlich schon die wichtigsten musikpädagogischen Institutionen des Kantons Luzern da im Vorstand vertreten. Und wir arbeiten so zusammen, damit wir eine nachhaltige und kohärente Förderung für die jungen angehenden Musikerinnen und Musiker, bieten können. Die Förderung geht von 9 bis 20 Jahren. Wir sind ein unabhängiges Gefäß, das heißt, die einzelnen Institutionen haben in diesem Sinn keinen Vorteil für sich selbst herauszuziehen aus dieser Talentförderung, aber wir sind alle überzeugt, dass es ganz wichtig ist in einem Kanton, in dem sogar es eine Musikhochschule gibt, dass wir dort ein gut durchdachtes Förderprogramm haben. Es gibt uns seit 7 Jahren, nämlich seit dem Schuljahr 14/15, und das nächste Schuljahr wäre unser 8. Laufjahr. Finanziert sind wir durch verschiedene Stiftungen. Ich werde jetzt nicht alle Namen herunterlesen, das sind wirklich sehr viele Stiftungen durch den Kanton und den Verband der Musikschulen im Kanton Luzern. Was ist das Ziel unserer Talentförderung? Wir möchten gern begabte Musikschülerinnen und Schüler in ihrer musikalischen, aber auch in ihrer persönlichen Entwicklung nachhaltig und breit fördern. Da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von anderen Talentförderungen, da wir sehr breit fördern. Ganz wichtig ist uns auch die Vernetzung von den jungen Talenten. Die sind ja verteilt an allen möglichen Musikschulen im Kanton Luzern. Und wir möchten ermöglichen, dass sie sich kennenlernen, dass sie sich treffen und dass sie miteinander und gemeinsam lernen können.
Natürlich gibt es auch ein paar Anforderungen, die uns wichtig sind für die Teilnehmer, die bei uns da mitmachen. Und das ist, dass die Musik wirklich im Fokus der Freizeitbeschäftigung steht, dass auch täglich auf dem Instrument geübt wird. Wir haben ja auf dem Flyer diese 40 Minuten Üben pro Tag, das ist ein Richtwert. Aber wir möchten es wirklich, also oder wir finden es wirklich wichtig, dass die tägliche Beschäftigung mit dem Instrument da steht oder mit der Stimme natürlich ist und dass die Musik eine zentrale Bedeutung hat im Leben der Kinder und Jugendlichen. Sie sehen hier eine Folie und zwar ist das der Aufbau auf der linken Seite der Talentförderung Musik Kanton Luzern mit den blauen Kästchen. Und daneben auf der rechten Seite sehen Sie die Pre-College-Module der Hochschule Musik Luzern. Und damit, in der Mitte ist ein Kästchen, wo es steht, wie der Übertritt vonstatten geht. Und ich werde Ihnen jetzt mal kurz diesen Aufbau erklären. Unsere Talentförderung TMLU ist in zwei Schienen gegliedert. Und zwar haben wir die Schiene Klassik und die Schiene Jazz. Die Schiene Klassik und auch die Schiene Jazz sind noch in zwei Module unterteilt, in das Modul Basis und in das Modul Aufbau. Beim Klassik ist das Modul Aufbau von 9 bis 13 Jahren, das Modul Basis, Entschuldigung, von 9 bis 13 Jahren und das Modul Aufbau von 14 bis 20 Jahren. Und in der Jazz-Schiene ist ein bisschen später angesetzt das Alter, da ist das Modul Basis von 12 bis 15 Jahren und das Modul Aufbau von 16 bis 20 Jahren. Wenn man sich so im Alter von 15, 16, 17 Jahren befindet und es ganz klar ist, dass man unbedingt Musik studieren will als Berufswunsch, dann ist ein Übertritt an die Hochschule Musik möglich. Und zwar übertritt man dann meistens in den Vorkurs. Das ist eine dreijährige Ausbildung, die ist meist gekoppelt an die letzten drei Schuljahre des Gymnasiums oder an die letzten drei Lehrjahre. Wenn man aber zum Beispiel noch weiter bei uns bleiben möchte und dann das Gymnasium abgeschlossen hat oder die Lehre abgeschlossen hat und den Wunsch hat, Musik zu studieren, dann kann man übertreten in das Vorstudium der Hochschule. Das ist eine Ausbildung, die geht 9 Monate und ist wirklich eine fokussierte Ausbildung für die Aufnahmeprüfung, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen an der Musikhochschule. Es ist aber auch so, das ist ganz wichtig zu sagen, dass man unsere Talentförderung durchläuft und am Schluss findet, nein, ich möchte eigentlich überhaupt gar nicht Musik studieren, sondern ich möchte etwas anderes studieren, Medizin, Geschichte oder ich möchte einfach in dem Beruf bleiben, den ich erlernt habe, in meiner Lehre. Das ist für uns auch okay. Wir möchten nämlich eigentlich mit unserer Talentförderung auch eine Entscheidungsgrundlage darstellen, aufgrund von dieser man dann wirklich entscheiden kann, ist das Musikstudium etwas für mich oder eben nicht. Diese Entscheidung ist ganz, ganz wichtig, bewusst zu treffen und wir möchten das mit unserer Talentförderung auch unterstützen. Das Konzept unserer Talentförderung beruht auf drei Säulen. Und zwar haben wir die erste Säule, das ist der verlängerte Unterricht. Also die Kinder und Jugendlichen haben an ihrer Musikschule, wo sie jetzt schon sind, dann verlängerten Unterricht. Man muss sich das so vorstellen, dass man dann 40 Minuten an der Musikschule zum Beispiel Unterricht hat und dazu eine Verlängerung bekommt. Ich werde nachher noch Näheres dazu erklären. Es ist aber ganz wichtig zu wissen, dass die Schülerinnen und Schüler an der eigenen Musikschule bleiben und nicht irgendeine Musikschule wechseln oder irgendwo anders hinwechseln, sondern sie bleiben in ihrem Umfeld. Die zweite Säule ist das sogenannte Zusatzprogramm. Da wird nachher Andrea Kumpe noch mehr Informationen dazu geben. Und das Zusatzprogramm wurde von der Talentförderung und von der Hochschule gemeinsam konzipiert. Und das sind Gruppenkurse, bei denen die Teilnehmenden gemeinsam an musikalischen Inhalten arbeiten. Das sind wirklich ganz verschiedene Inhalte. Und das sind Inhalte, die werden in Form von fortlaufenden Kursen gelernt oder gelehrt oder aber auch als Input-Workshops. Die dritte Säule ist dann das Ensemblespiel. Und zwar das Ensemble einerseits im Kreis der eigenen Musikschule, dass die Schülerinnen und Schüler dort in Ensembles mitspielen, aber auch bei uns in der TMLU in Projekten mitmachen. Dann kommen wir vielleicht dazu, noch ein bisschen näher anzuschauen. Simon, könntest du mir vielleicht die Folie aufschalten? Genau, wie denn diese Module strukturiert sind. Nehmen wir zuerst das Basismodul bei uns.
Wie schon gesagt habe, ist die Unterrichtsverlängerung wichtig und hier ist es, dass die Unterrichtsverlängerung 10 Minuten beträgt. Das heißt, das Kind hat 40 Minuten an der eigenen Musikschule Unterricht und bekommt nachher noch 10 Minuten von der Talentförderung dazu. Das heißt, am Schluss gibt es 50 Minuten Unterricht pro Woche. Es kann auch sein, dass das Kind schon 50 Minuten Unterricht hat und dann auch wieder 10 Minuten von uns dazu bekommt. Dann bekommt es 60 Minuten. Also einfach diese 10 Minuten kommen dazu. Dann gibt es das Zusatzprogramm. Das Zusatzprogramm, das befindet sich ungefähr so in der Höhe von einer Stunde pro Woche. Aber es ist nicht jede Woche gleich, sondern es kann auch geblockt werden an den Tagen, meist Mittwoch, Freitag und Samstag. Das kann also sein, dass man 2 Wochen keinen Unterricht hat und danach vielleicht irgendwie einen Block am Freitag oder Samstag. Dazu beim Basis kommt freiwillig das Spiel in einem Ensemble im eigenen Umfeld dazu und die Projekte der TMLU. Das Modul Basis im Jazz unterscheidet sich eigentlich nicht, also fast gar nicht, außer dass es keine Unterrichtsverlängerung gibt, dafür aber einen regelmäßigen Bandworkshop. Das haben wir so beschlossen, weil es für die Jazzer ganz wichtig ist, in einem Zusammenspielumfeld groß zu werden. Also dass sie merken, wie geht es zusammenzuspielen, dass sie reagieren können auf die verschiedenen Teilnehmer einer Band, dass sie auch improvisieren lernen und das gerade im aktuellen Setting einer Band. Das Zusatzprogramm ist ähnlich wie bei der Klassik und dazu kommt wieder das Spielen in einer eigenen Band vielleicht, an der eigenen Musikschule und die Projekte der Talentförderung. Beim Modul Aufbau ist die Unterrichtsverlängerung einfach länger. Da gibt es dazu 50 Minuten Verlängerung. Das heißt wieder eine Lektion von 40 Minuten an der Musikschule und dazu 50 Minuten von der Talentförderung, das macht dann 90 Minuten Unterricht. Diese 90 Minuten, die werden meistens gesplittet, also in 60 Minuten Hauptinstrument und 30 Minuten Zweitinstrument. Wenn man so ein bisschen gegen das Musikstudium hingeht, dann empfehlen wir meist als Zweitinstrument das Klavier, aus Gründen, dass bei einer Aufnahmeprüfung in einer Musikhochschule meist ein Stück auf dem Klavier vorzuspielen ist, aber auch, dass das Klavier hilft, die Theorie zu verbildlichen und zu begreifen. Dann kommt das Zusatzprogramm beim Modulaufbau ungefähr in der Größe von 1,5 Stunden in der Woche, auch aber meistens geblockt. Und dann Ensemble ist obligatorisch, ein Ensemble im eigenen Umfeld zu besuchen. Das finden wir sehr wichtig. Und dazu kommen wieder die Projekte der Talentförderung. Beim Jazz verläuft es ähnlich wie vorher, nur dass die Unterrichtsverlängerung diesmal auch ein bisschen stattfindet, und zwar für 20 Minuten. Das heißt, 40 Minuten bei einer Lehrperson und noch 20 Minuten Unterrichtsverlängerung macht eine Stunde Unterricht bei der eigenen Lehrperson. Und nachher im Rahmen von 30 Minuten der regelmäßige Bandworkshop, der dann intensiver ist. Das Zusatzprogramm für die Jazzer im Aufbau ist noch zusätzlich geteilt, zum Beispiel in der Theorie haben sie einen anderen Kurs als die Klassiker. Dazu kommt wieder das Ensemble oder die Band im eigenen Umfeld und die Projekte. Wir haben ungefähr 40 Plätze in unserer Talentförderung. Das ist einfach eine finanzielle Begrenzung, die wir haben. Wir haben nicht mehr Geld, mehr Jugendliche zu fördern. Das würden wir eigentlich gern, aber wir können nicht. Und es ist so, dass immer wieder Leute aufhören, weil sie eben studieren gehen oder weil sie aus einem anderen Grund aufhören oder weil sie zu alt sind und einfach aufhören müssen. Und dann gibt es wieder freie Plätze und die können wir dann mit neuen Talenten besetzen. Wer ist zugelassen? Zugelassen sind Schülerinnen und Schüler, die an einer Musikschule im Kanton Bern Unterricht haben oder die bei einer Lehrperson des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes, der Sektion Zentralschweiz, Unterricht haben. Der Wohnsitz muss zwingend im Kanton Luzern sein. Die TMLU ist ein hochsubventioniertes Angebot. Und finanziert wird es, wie ich vorher schon gesagt habe, von unterschiedlichen Stiftungen vom Kanton und vom Verband der Musikschulen. Und für die Eltern sind die Kosten so, dass es einfach die Kosten 40 Minuten Lektion an einer Musikschule im Kanton. Das sind natürlich verschiedene Tarife, die bewegen sich ja zwischen 950 und 1050 Franken.
Und dazu kommt das Zusatzprogramm, das sind 200 Franken für das Modul Basis und 300 Franken für das Modul Aufbau. Das heißt, in einem Jahr sind die Kosten für die Eltern dann so schließlich zwischen 1200 und 1300 bis 400 Franken pro Jahr. Natürlich haben wir auch eine Leistungskontrolle. Wir haben 3 bis 4 Forenpräsentationen im Jahr. Das sind öffentliche Konzerte, an denen die Teilnehmenden spielen. Sie müssen einmal im Jahr auftreten. Sie dürfen vielleicht auch zweimal auftreten, aber einmal müssen sie. Und sie müssen an den anderen Foren auch dabei sein, damit sie auch hören, wie die anderen Kinder und Jugendlichen spielen und sie unterstützen können. Wir haben auch einen Leistungsbericht. Das ist ein Bericht, der die Lehrperson und der Schüler oder die Schülerin am Anfang des Jahres ausfüllt. Und da gibt es so eine Art Zielvereinbarung. Was möchten wir in diesem Jahr erarbeiten? Und die wird dann am Ende des Schuljahres reflektiert vom Lehrer oder von der Lehrerin und von der Schülerin oder dem Schüler. Und es gibt dann noch eine Repertoireliste, die eingereicht werden muss von allen Werken, die man in diesem Jahr geübt hat, und eine Auftrittsliste. Wir haben auch sehr Freude, dass unsere Teilnehmenden meist bei Wettbewerben sehr gut abschneiden, zum Beispiel auch jetzt gerade wieder am LSEW. Da sind wir immer sehr froh und sind stolz auf unsere Teilnehmenden. Und wir haben auch ganz tolle Projekte natürlich. Zum Beispiel 2015 durften wir am Luzern-Festival mitwirken, und zwar eine Symphonie für Luzern wurde aufgeführt. Da haben unsere Teilnehmenden ein Stück komponiert im Kompositionsworkshop, und das wurde dann von einem Studentenorchester uraufgeführt, also sie durften hören, wie ihr Stück klingt. Oder 2016 bekamen wir von der Stadt Luzern einen Auftrag, einen Song für Luzern zu komponieren. Der wurde auch von unseren Teilnehmenden komponiert und aufgeführt. Oder 2018 haben wir am 10. Luzernfest ein audiovisuelles Fassadenprojekt realisiert mit der Hochschule für Gestaltung gemeinsam, wo auch improvisierte Musik zu einer Produktion, an einer Lichtproduktion, an einer Fassade gespielt wurde. Wir haben jedes zweites Jahr ein Kammermusikprojekt. Da, aus diesem hören Sie dann nachher auch das Video, wo alle Teilnehmenden in Kammermusikgruppen unterteilt werden und bei Dozierenden der Hochschule Kammermusik erarbeiten dürfen. Und das haben wir 2019 mit der Kantonsschule Schöpfheim zusammen gemacht. Und das war ein toller Event. Es gab auch einen Kammermusiktag, wo sich alle Ensembles gegenseitig vorspielen. Das war sehr schön. Genau. Wir vermitteln auch Auftritte weiter, wenn wir angefragt werden, ob unsere Talente irgendwo spielen können. Und natürlich freuen wir uns immer sehr, wenn unsere Talente auch an die Hochschule wechseln. Wir haben jedes Jahr verschiedene Talente, die in den Vorkurs wechseln, ins Vorstudium oder direkt ins Studium. Und dann haben wir das Gefühl, wir haben unseren Job gut gemacht. Aber eben, das muss nicht sein. Man kann auch bei uns sein und nachher etwas ganz anderes machen und nicht Musik studieren. Thank you.
Das waren Impressionen aus unserem diesjährigen Kammermusik-Workshop. Die Ergebnisse konnten ja leider, das, was für viele wohl klar ist, nicht live im Konzert aufgeführt werden. Aber so mussten auch wir kreativ werden und sind jetzt eigentlich sehr dankbar über diese schönen Videos, wo wir jetzt einen kleinen Zusammenschnitt sehen konnten. Ja, wie Eva eigentlich schon angedeutet hat, neben einer intensiven musikalischen Förderung auf dem jeweiligen Instrument hat die TMLU ein spezielles, ganzheitlich ausgerichtetes Zusatzprogramm entwickelt, eben in Kooperation mit der Hochschule Luzern Musik. Und als Mitverantwortliche darf ich jetzt dieses Programm ein wenig detaillierter vorstellen. Musizieren bedarf feinmotorischer Höchstleistungen. Es braucht spieltechnische und musikalische Fähigkeiten, aber es braucht auch eine starke Persönlichkeit. Daher steht für uns die Musik in ihrer ganzen Vielfalt, aber eben auch unsere Talente als Mensch im Mittelpunkt unseres Zusatzprogramms. Wir setzen uns damit bewusst von anderen begabten Förderungsprogrammen ab, wo es sehr häufig neben dem intensivierten Instrumentalunterricht eben um Theoriemodule geht. Darum geht es uns auch. Theorie spielt eine große Rolle, und zwar Theorie in der ganzen spannenden Vielfalt, wo es darum geht, Musik zu hören, zu analysieren, aber eben auch Musik zu schreiben. Es gibt also immer wieder Möglichkeiten, auch zu komponieren, Musik aufzuführen, die man selbst geschrieben hat. Aber es gibt eben neben der Theorie auch viele, viele weitere Kurse, die wir anbieten. Teilweise traditionelle Kurse, teilweise aber auch etwas exotischere Kurse, beispielsweise Body Music, Stomp bis hin zu Beatboxing. Wir wollen auch, das sieht man hier mit der Rubrik Musik und Körper, Impulse zur Körperarbeit setzen, eben um den Talenten auch einen achtsamen Umgang mit ihrem Körper von Anfang an aufzuzeigen und damit auch Musikerkrankheiten vorzubeugen. Da haben wir Module wie Alexandertechnik oder Feldenkreis zum Beispiel. Es gibt natürlich auch traditionelle Kurse, das sieht man vielleicht in der rechten Rubrik mit Musizieren und Üben. Es gibt also immer mal wieder Impulse in Richtung Übecoaching, aber auch Wettbewerbscoaching, Bühnen, Auftrittstraining. Das sind Themen, die wir immer wieder in diversen Kursen anbieten wollen. Oder eben, wie wir jetzt gerade schon gesehen oder gehört haben sogar, es gibt unser Kammermusikjahr alle 2 Jahre, wo wir die Möglichkeit bieten wollen, mit Dozierenden der Hochschule zusammen eben im Ensemble zu proben und dann eben die Ergebnisse auch aufzuführen, teilweise eben auch mit weiteren Partnerinnen und Partnern. Und unsere Jazz-Talente spielen sowieso das ganze Jahr über immer wieder regelmäßig in Bands. Wir wollen, dass die Talente sich in diesen verschiedenen Kursen, die wir anbieten, eben kennenlernen. Wir wollen auch, dass sie einen guten Gruppenzusammenhalt entwickeln. Das heißt, es gibt auch immer unterschiedliche Formationen. In Theorie zum Beispiel teilen wir auf in Basic-Gruppe, in Advanced-Gruppe und in die Expert-Gruppe. Da gibt es dann also Neigungsunterschiede. Teilweise unterteilen wir die Kurse in Kurse für die Basisgruppen und dann eben auch für die Aufbaugruppen. Und weil Aufbau meist relativ viele Talente sind, kann aber auch mal in Basis sein, eben gibt es dort auch wieder diverse Unterteilungen und Durchmischungen. Aber eben die Begegnung ist uns wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Talente viel Zeit auch miteinander verbringen, sich kennenlernen und untereinander eben auch ja, die Welt der Musik weiter erobern können. Dafür, gerade auch für diesen Gruppenzusammenhalt, gibt es noch einen speziellen Kurs. Bislang war das ganz oft unser Modul Körpersport Grenzen. Ganz neu haben wir das ein wenig umgetauft in Erleben, Lernen, Entfalten, Entdeckung des Unmöglichen. Das klingt jetzt relativ ja, spannend vielleicht, aber auch vielleicht unspezifisch. Das dürfen all diejenigen kennenlernen, die zu uns in die Talentförderung kommen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein ganz grober Einblick eben in die vielen Kurse, die wir da so anbieten, die verteilt stattfinden, die teilweise sind Ganztageskurse, teilweise sind es eben wirklich nur so Abendmodule oder am späteren Nachmittag, je nachdem, ob Basis oder Aufbau. Und um auch
den Workload oder den Aufwand nicht zu groß werden zu lassen, haben wir die Kurse auch noch unterteilt in Wahlkurse, Wahlpflichtkurse und Pflichtkurse. Das heißt nichts anderes, Pflicht muss man hin, aber ich hoffe, man will ja auch hin. Wahlpflicht bedeutet, es gibt dann eben diverse Kurse, wo man dann auch wählen kann, zum Beispiel im Körperbereich, ob man lieber Alexandertechnik gern hätte oder eben vielleicht doch Feldenkrais oder mal Verschiedenes kennenlernen möchte. Das sind so diese Wahlpflichtkurse. Und dann haben wir eben wirklich auch einen Pool an Wahlkursen, wo wir sagen, wer Zeit hat, wer Interesse hat, kann sich dort melden, aber wir erwarten keine Teilnahmepflicht oder keine, auch nicht das Engagement, dass man dort mitmacht, aber es ist eben eine Option für die, die sagen, ach, das interessiert mich, dieses Thema, oder ja, ich habe auch Zeit und möchte dort mitmachen. Und Charlene und an den ganzen Vorstand für die Vorstellung der Talentförderung. Im Moment habe ich keine Fragen, die im Chat sind, aber das heißt nicht, dass Sie keine Fragen haben. Entschuldigung. Sie können mich auf jeden Fall immer auch erreichen über das über Telefon oder über meine E-Mail-Adresse. Meine Kontaktdaten sind unter www.tmlu.ch bei Kontakt hinterlegt. Sie können mir auch gerne auf das Handy anrufen, damit wir, wenn Sie allfällige Fragen haben, damit wir das noch klären könnten.